Der Trend, auch bei Gaming-Notebooks, geht ja immer mehr in Richtung schlank und leicht, oft auch zulasten der Leistung. Schenkers XMG Core-Serie ist da ein bisschen anders, auch in der aktuellsten Generation. Was sie genau anders macht, erfahrt ihr im Test. Wer Schenker nicht kennt, seit einigen Jahren baut die Firma aus Deutschland unter anderem Gaming-Notebooks, die ein wenig anders sind. Mal verbauen sie Desktop-CPUs, mal gleich zwei GPUs oder es sind Speichermonster und so weiter. Natürlich baut man nicht alles allein, die Komponenten kommen von Intel, AMD, Nvidia und im Falle der Gehäuse von Clevo oder Tongfang. Muss man nicht unbedingt alles kennen. Beim XMG Core 15 ist ein Tongfang-Bearbeitung die Basis und die Verarbeitung ist einfach gut. Viel Aluminium, sehr verwindungssteif, es gibt keine ungleichmäßigen Spaltmaße oder ähnliches. Und die Anschlüsse sind gut um das Chassis herum verteilt und auch die vorne liegenden USB-Anschlüsse an der Seite stören nicht weiter, weil es auf beiden Seiten über USB-A verfügt. Ob Rechts- oder Linkshänder ist also egal. USB Type-C, Netzwerk und Strom sitzen auf der Rückseite, die Kabel sind also auch aus dem Weg. Und mein Favorit, ein SD-Karten-Slot. Um die Äußerlichkeiten abzuhaken, Tastatur und Touchpad sind okay. Wobei das Touchpad nicht immer so genau ist, wie ich mir wünschen würde. Für ein Gaming-Notebook, an das die meisten sowieso eine Maus anschließen, aber in Ordnung. Die Tastatur ist gut, hat einen schönen Druckpunkt und tippt sich dadurch gut. Nur die Beleuchtung ist nicht ganz so mein Fall, aber das ist einfach Geschmackssache. Ich mag es lieber, wenn die Buchstaben oder Zahlen einfach nur selbst beleuchtet sind und nicht noch die Taste außen rum leuchtet. Dann ist da natürlich noch das Display. 165 Hz, WQHD-Auflösung, IPS-Panel. Das verspricht echt viel und am Ende kann es das auch größtenteils halten. Die Farben sind gut, Ghosting, Tearing, Motion Blur sind alle nicht wahrnehmbar mit dem bloßen Auge, selbst in explizit darauf ausgelegten Tests. Die von Schenker genannten Specs, also 99% sRGB, erfüllt es auch. Ein schönes Detail, über das Control Center von Schenker kann man das werkseitig kalibrierte Farbprofil passend zum Notebook noch herunterladen. Der einzige Kritikpunkt am Display ist die Ausleuchtung. Bis zu 350 Nit wird es zwar hell, aber zum Rand hin fällt es um bis zu 15% ab, was sogar schon mit dem bloßen Auge wahrnehmbar sein kann, je nach Anwendung. Was Schenker aber wirklich abhebt von anderen Herstellern ist die Aufrüstbarkeit. Zwar sind CPU und GPU fest verlötet, RAM und SSD sind es aber nicht. Beides kann also nach Belieben jederzeit ausgetauscht oder erweitert werden. Für mehr Speicher gibt es sogar einen zweiten M2 PCIe-Steckplatz. RAM sind außerdem bis zu 64 GB möglich, was für Kreative wohl ziemlich interessant sein dürfte. Der Zugang zu den Komponenten ist auch ziemlich einfach. Alle Schrauben auf der Unterseite lösen, Boden abziehen, fertig. Es gibt keine versteckten Schrauben, es ist nichts verklebt, es gibt keine Plastikhaken, die man irgendwie abbricht oder irgendwas. Und der Akku ist nur verschraubt, man kann also bei Bedarf einfach ausgetauscht werden. Bevor wir jetzt aber zur Leistung kommen, noch eine große Besonderheit hier beim XMG Core 15 und das ist das neue Control Center von Schenker. Ich bin ja eigentlich kein großer Fan von Herstellersoftware und auch das Control Center von Schenker ist nicht perfekt. Aber es bietet vor allem einen umfangreichen Zugang auf Dinge wie Undervolting, Power Limits, die Lüfterkurve. Alles Dinge, die dabei helfen können, entweder mehr Leistung herauszuholen oder den Betrieb leiser zu gestalten und die Akkulaufzeit zu verlängern. Was Schenker noch hervorhebt, ist die Möglichkeit, die integrierte GPU zu deaktivieren für mehr Leistung. Also es soll mehr Leistung bringen, denn Nvidia Optimus wird deaktiviert und die Nvidia GPU ist immer aktiv. Das umgeht quasi die Intel GPU, was ein bisschen Leistungsvorteile bringen soll. Ist allerdings schon so gut optimiert seitens Nvidia, dass ich da nicht wirklich etwas messen konnte. Die Unterschiede, die ich gemessen habe, liegen alle innerhalb der Messtoleranz. Also es waren 1-2%, manchmal 3%. Ja, nicht wirklich erwähnenswert. Womit wir dann aber abschließend noch bei der Leistung werden. Verbaut ist ein Intel Core i7-11800H, eine GeForce RTX 3060. Die GPU klingt jetzt erstmal nicht so geil, aber Schenker hat hier eine TGP, also Total Graphics Power, von 130 Watt verpasst. Das ist das maximal mögliche für eine mobile RTX 3060. Und ja, damit kann sie sich sehr gut im Vergleich behaupten, sogar mit namentlich deutlich stärkeren Karten. Mein Kollege Sascha hatte ja vor kurzem das Razer Blade 14 im Test. Da ist dann nochmal ein bisschen kleiner, kompakter und hat eine RTX 3080 verbaut. Die ist aber auf 100 Watt limitiert und dadurch kann die 3060 eben ja fast anschließen. Im Schnitt reden wir so von 5 bis 10, manchmal 15 FPS in den meisten AAA-Titeln. CPU-lastige Titel allerdings, wie CSGO, kann das Schenker Razer deutlich schlagen. 80 FPS mehr in WQHD-Auflösung und maximalen Details sind schon eine Ansage. Das gleiche gilt bei kreativen Tasks. In DaVinci Resolve ist es bis heute das schnellste von mir gemessene Notebook überhaupt. In 1080p liegt es nur wenige Sekunden hinter einem Ryzen 5950X samt RTX 3080 Desktop. In 4K ist der Abstand dann schon deutlicher und gerade in Relation sieht man natürlich, dass sich bei längeren Projekten die Renderzeit deutlich unterscheiden würde. Während der Ryzen Desktop das Projekt auch bei 4K in Echtzeit rendert, benötigt der Schenker hier fast doppelt so lange. Bei einem 5-Minuten-Video wird der Unterschied also auf jeden Fall stärker auffallen. Es bleibt aber dabei, die Leistung ist extrem hoch, nicht nur für ein Notebook. Was bei einer CPU mit bis zu 90 und einer GPU mit bis zu 130 Watt bleibt, ist aber, es fällt eine Menge Hitze an.
Gemessen habe ich bis zu 250 Watt Energiebedarf an der Steckdose. Die müssen am Ende auch irgendwo hin und hier schwankt es ein bisschen zwischen meh und gut. Dreht man alles auf Anschlag, sind die Lüfter sehr deutlich zu hören. Bis zu 51 dB konnte ich auf normalem Sitzabstand messen. Also ich saß am Tisch, habe das Notebook vor mir und quasi das Messgerät neben meinem Ohr. 51 dB sind da schon deutlich zu hören. Im normalen Office-Betrieb ist es aber nahezu komplett lautlos. Hier und da dreht man den Lüfter hoch, aber ja, eigentlich nicht groß erwähnenswert. Außerdem, wie schon erwähnt, über das Control Center könnt ihr das Ganze noch optimieren und dann wirklich einen komplett lautlosen Betrieb ermöglichen im normalen Office-Betrieb. Und ja, generell sind die voreingestellten Profile eher konservativ gehalten und drehen lieber etwas höher als nötig. Mit ein bisschen Geduld und Herumtesten findet sich mit der Zeit ein guter Kompromiss aus Leistung, guter Kühlung und nicht zu lauten Lüftern. Und das ist für mich auch das Fazit zum Schenker XMG Core 15. Es liefert einfach so viel Leistung ab, dass man kleinere Schwächen verzeiht und wer ein wenig Geduld und Zeit mitbringt, kann da locker noch mehr rausholen, ohne taub zu werden. Schenker hat mit dem Control Center die Möglichkeit dafür geschaffen und will hier künftig auch noch weiter ausbauen. Für den Master in euch ist es also mehr als nur ein Notebook, eher ein Projekt, das es noch zu perfektionieren gilt. Der Preis ist natürlich nicht ohne. Knapp 2000 Euro kostet meine getestete Konfiguration. Aber wie schon gesagt, er schlägt auch deutlich teurere Notebooks wie das Razer Blade 14 in einigen Tests und beim Gaming müsst ihr euch vorerst keine Gedanken machen. Die meisten Titel laufen in nativer Auflösung problemlos, auch in höchsten Details und wenn nicht, gibt es ja noch DLSS als Abhilfe. Damit laufen dann auch die aktuellsten AAA-Titel inklusive dem noch nicht so besonders gut optimierten Cyberpunk 2077 komplett flüssig. Das war es dann auch schon von mir zum Schenker XMG Core 15. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, klickt den Link in der Videobeschreibung und ansonsten lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn ihr schon unten seid, lasst gleich noch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.